Hallo, da ist wieder die Blue mit einem neuen Unboxing. Heute gibt es zwei. Und zwar kam heute auch noch die Black Friday Box an von Sophie und Toffee. Dort sind Sachen drin, die übrig geblieben sind. Und jeder bekommt was anderes und ich bin so aufgeregt. Obendrauf habt ihr eben schon die beiden Gifttüten gesehen. Das ist, wenn man über $50 und über $100 bestellt, dann bekommt man extra Goodies. Die gucken wir uns aber zum Schluss an. Schauen wir erstmal, was hier drin ist. Und wie süß sind bitte diese Pac-Man-Chubs? Die Geister, ich weiß ihre Namen gerade nicht, und halt Pac-Man himself. Und ich sehe so viele. So viele Bezels, also offene Anhänger, die man mit Harz füllen kann und mit Glitzer und mit Perlen, allem, was man so möchte. Diesmal packe ich auch alles aus, damit ihr wirklich alles erkennen könnt. Ich habe auch das Licht so ein bisschen verändert und die Kamera ein bisschen anders hingestellt. Ich hoffe, man wird jetzt nicht so arg weggeblendet und sieht auch wirklich, was man bekommt. Und ich bin so froh. Es ist einfach, es sind Alice-Sachen drin. Wir haben das Kaninchen, wir haben eine Uhr. Wir haben Alice mit dem Kaninchen. Die sind so schön in einem dunklen Gold. Dann haben wir hier Schlüssel in Sternenform. Der ein oder andere kennt das Thema vielleicht dann schon. Hier haben wir Ariel, zwei fertige Ariels. Davon hätte ich tatsächlich gerne die Form, also die Mold, weil die sehen super schön aus. Einmal in Lila, einmal in Pink mit Glitzer. Kann man bestimmt Anhänger oder eine Kette oder Ohrringe von machen. Dann haben wir noch einmal Schlüssel mit Flügelchen und einem Herz. Und noch mehr. Immer mehr offene Anhängerchen. Und zwar haben wir hier Ariel. Immer wieder der Kopf von Ariel mit verschiedenen Frisuren. Einer meiner Lieblings-Disney-Filme, Ariel und Alice. Es ist einfach perfekt. Dann haben wir Farbe. Einmal braun und einmal violett. Und Glitzer. Weißer Glitzer, Regenbogenfarben. Super schön. Denn man kann nie genügend Glitzer haben. Dann haben wir tatsächlich aus der Disney Cinderella Box das Shakeröl. Wir hätten so viele Shaker machen können. Und ebenfalls aus der Cinderella Box das 1 zu 1 Epoxy Resin. Also das wird 1 zu 1 gemischt, das Harz. Was haben wir noch? Noch mehr Glitzer in Blau. Ich glaube, das war auch in der Cinderella-Box drin. Die habe ich nicht, weil ja, Cinderella war nicht so meins. Und ein bisschen größeres Glitzer, auch wieder regenbogenfarben und weiß. Wir lassen uns die Form mal bis zum Schluss, weil das ist einfach Wahnsinn, was da drin ist. Nochmal Alice. Schwarze Sticker. Die packe ich jetzt nicht einzeln aus, weil ich sie nicht bekleben möchte. Das sind Gesichter und für Shaker Folien zum Drauflegen. Und gleich erkennt man auch, was das für Gesichter waren. Der ein oder andere Nerd oder Geek oder Anime-Fan wird es wahrscheinlich schon erkannt haben. Wenn die Verpackung sich nicht so sträuben würde. Hier haben wir unsere erste Mold. Und wer erkennt es schon? Super süß, der Kero aus Cardcaptor Sakura. Kindheitserinnerungen kommen da hoch. Dann haben wir ein kleines Bambi. Auch mit Nöppelchen, die dann tatsächlich einfach rausgucken. Ich glaube, das war einer ihrer ersten Zauberstäbe. Ich bin mir aber nicht sicher. Es ist schon so lange her, dass ich die Serie gesehen habe. Und ich schmeiße auch direkt was weg und wundere mich halt, stopp. Denn das ist ein Handspiegel. Und ihr habt auch einen Gratisspiegel dabei, die kann man sich immer wieder nachbestellen. Und da haben wir jetzt, das ist das erste ihrer Zepter oder Magical Sticks oder wie man das auch nennen möchte, den sie benutzt, um die Claw Cards zu fangen. Auch daraus kann man bestimmt einen Spiegel machen. Super schön. Oder vielleicht einen riesigen Kettenanhänger. Und dann haben wir noch eine Form.
Bei dem bin ich mir nicht sicher, wie er heißt. Es ist auch einer der Klokartswächter, dieser kleine Hase, aber ich habe echt keine Ahnung mehr, wie er hieß. Da muss ich nochmal nachschauen. Das war es auch schon mit der Box. Super viel Inhalt, wirklich super viel. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Preis lag. Ich glaube bei 23 Dollar. Fangen wir an hier mit dem kleinen Goodie Bag. Das bekommt ihr, wie gesagt, ab einem Einkaufswert von 50 Dollar. Ich habe so viel gekauft natürlich, dass ich beide bekomme. Auch hier haben wir einmal wieder Farbe. Nochmal Violett. Dann haben wir, um uns eigene Charms zu machen, auch von Cardcaptor Sakura kleine Herzchen und Flügelchen. Super schön. Eine Krone. Wo die zugehört, kann ich euch nicht sagen, aber Kronen kann man immer gebrauchen. Und noch mehr Anhänger. Ich werde so viele Ketten machen können. Und für die Harry Potter-Fans, wie schön sind die bitte? Der Schnatz, der fliegende Schlüssel, ein Schal und ein Kessel mit Zaubertrank oder was auch immer man da drinnen mischt. Dann haben wir Sticker für unsere Charms oder für den Spiegel oder für den Magical Stick. Oh, da wollten sie schon wegfliegen. Das war die kleine. Jetzt haben wir die große. In der kleinen sind fünf Items drin, in der großen sind zehn. Und da habe ich mich gefreut. Alice. Da ist Alice mit drauf und alles. Ich liebe diese Disney-Sticker. Und nochmal Pac-Man. Wir werden zugeschmissen mit Pac-Mans. So schön. Dann haben wir nochmal Ariel. Das heißt, man kann sich zwei Paar Ohrringe von machen mit der gleichen Farbe. Rosa und blau ist es diesmal. Zwei Farben. Diesmal ist es nicht braun, das ist so eine Art Orange und nochmal Violett. Obwohl ich glaube, das erste war Purple. Also es sind auf jeden Fall zwei verschiedene Farben von Lila. Dann haben wir Mini-Besteck für die Puppenstube zu Hause. Kann man halt auch in Resin reinmachen oder mit Resin befüllen und Dinge damit tun. Ich habe da jetzt schon zwei Päckchen von. Ich habe noch keine Idee, was ich damit machen kann, aber in den Weiten des Internets finden sich bestimmt Ideen. Dann haben wir noch eine Form, die sich weigert, dass sie wieder extra, besonders extra hat zugeklebt, um mich zu ärgern. Hier haben wir nochmal das Cardcaptor-Theme, wieder mit den Magical Sticks. Um diese beiden Black Friday-Dinger zu bekommen, musste man, wie gesagt, über 100 Dollar kommen. Und auch nur da gab es diese Sakura-Molds exklusiv nur da drin. Deswegen musste ich bestellen. Und es sind einfach so schöne Sachen dabei. Hier haben wir nochmal von Alice vier Uhren mit dem Kaninchen, auch in Dunkelgold. Ein bisschen viel doppelt, aber das ist egal. Dann kann man halt von den gleichen so viele verschiedene machen. Das ist einfach super, super, super ergiebig, was man da bekommt. Wie gesagt, das sind diese beiden Päckchen, waren jetzt umsonst. Also die gibt es halt als Goodie, als Dank für die Bestellung obendrauf. Hier haben wir nochmal Ariel und Aurora, die Prinzessinnen, als Charms. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das für Ohrringe war. Oder auf jeden Fall so Kettenanhängerchen, um sich zu verbinden. Da muss ich mich auch nochmal schlau machen. Das war's. Das war die Black Friday Box mit den Black Friday Goodie Bags. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.